Spider-Man-mäßig bauen wir uns einfach so einen Weg aus Pflasterstein ganz schnell so darunter. Ich hoffe, Paluten, ja. Es reizt mich viel zu sehr, jetzt einfach runterzuspringen und wegzurennen. Wegzurennen? Ja, dann irgendwie einfach, weiß ich nicht. Du möchtest Rumble in the Jungle? Ja, ich möchte Rumble in the Jungle. Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir sind immer noch beim Hexit-Projekt George zusammen mit dem Paluten. Hallo. Hallo. Wir haben das jetzt aufgesplittet, das heißt in der ersten Folge, da ist er, Alter. Haben wir zu viert gespielt und wir mussten gerade das Baumhaus hier verlassen, weil der Ender hier aufgetaucht ist und ich habe ihn angeguckt. Herr Rasse, also wirklich? Aus. Ja, ich habe ganz laute Sounds gerade. Also ich habe zumindest auch, aber er müsste doch schon völlig bananas gehen. Nee, ist alles gut. So, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass wir das jetzt aufgesplittet haben in zwei Teams. Das heißt, in dieser Folge machen Paluten und ich jetzt zusammen mal hier Haude gehen, vielleicht auch in der nächsten Folge noch. Und Max und Sturmwaffel, glaube ich, werden das gleiche tun. Einfach damit es ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter ist, weil die erste Folge ja so übertriebenst actionreich war. Und Paluten, was haben wir uns für diese Folge ausgesucht? Wir haben ja einen Plan. Genau, wir wollten mal so ein bisschen die Gegend erkunden und da hinten am Horizont sieht man schon diese fliegende Insel und ja, da wollen wir einfach mal ein kleines Adventure starten. Mal gucken, wohin es uns letztlich treibt, ob wir da noch irgendwas Cooles finden werden. Und auf dem Weg nehme ich einfach schon mal ein paar Bäume mit, wenn das okay ist. Oh, und dieser Ender, können wir den vielleicht doch mal wegkloppen, ey? Wollen wir es probieren? Ja, wir können drauf, ja, oder? Wir können ja den Countdown. 3, 2, 1. Gib ihm! Oh, ich hab... Okay. Oh, der macht aber ordentlich Schaden, du. Echt? Vor allen Dingen, man muss ja irgendwie immer auf die Beine schlagen. Das hatte mir man immer gesagt. Oh, was ist da oben alles? Was ist denn das? Jetzt ist er komplett weg oder kommt er nochmal wieder? Der kommt 100% nochmal wieder. Ja, da ist er. Oh, Alter. Wo? Da vorne. Ah, ich habe ihn nur am Bauch erwischt. Er ist wieder irgendwo. Ja, ich höre ihn. Wo ist dieser Schlawiner? Wie er wieder ausrastet hier. Wir können ja schon mal trotzdem jetzt hier alles einsammeln. Was sind denn das alles für verrückte Sachen? So, hier, Sakura Sapling. Ach, guck mal, wenn ich ganz unten abbaue, dann zerfetzt der ganze Baum, das ist ganz ja, cool. Ja, genau, da ist ja diese Timber-Mod irgendwie aktiv, ja. In diesem Modpack. Das finde ich ganz cool. Was ist war hier aber noch? Aber irgendwie nur bei denen so. Hier, guck mal hier, bist du noch da? Ja, ja, klar. Genau, guck mal, hier ist irgendwie Ziegelstein. Tatsächlich. Warum? Kann man immer mal gebrauchen, nehmen wir mal mit. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie so einen Indianerfriedhof gerade schände oder sowas. Ja, oh, warte mal, ich guck mal, was hier drunter vielleicht ist. Warte mal, habe ich eine. Nee, obwohl das geht ja auch schnell so. Mache ich einfach mit dem Pfeil. Nee, hier drunter ist aber mal gar nichts. Einfach nur ein bisschen Erde. Ich finde, diese bemoosten Steine sehen immer cool aus. Ja. Ja, schön, dass die hier auch. Ich glaube, in normalen Minecraft, da findest du die ja nur in diesen Dungeons, ne? Diesen genau, Caves. Ja. Warum wir auch noch hier hin wollten, kann man jetzt leider nicht sehen. Vom Baumhaus hatten wir einen ganz guten Blick. Da hinten ist so ein Sandberg und da war ein riesiger Lava-Vulkan. Das war ein bisschen, also wie so ein eruptionsartiger, ja, eruptionsartiger. Also ein Vulkan, ein eruptierender Vulkan. Ja, haben glaube ich alle verstanden, was du damit meinst. Oh, was ist das denn hier? Hier ist ein, ist das ein Wildschwein? Boar ist Wildschwein, ja. Also Schwein. Nicht Pig? So. Ja, Wildschwein, Schwein ist ja alles die gleiche Gattung. Die sind ja alle da irgendwie. Ach, Redstone kann ich ja noch gar nicht. Okay. Ist auch gut, dass wir jetzt gerade. Da hinten ist noch ein Turm, ne? Sehe ich gerade. Ja. Ach, jetzt komme ich hier wieder an den einfachsten Stellen. Ach, ich mach einfach, ja. Hier ist auf einmal auch wieder Holz. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was wir eben gefunden haben. Bloß in Holz mit den Ziegelsteinen. Ist hier. Das muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Also ich nehme auf jeden Fall die Kohle hier mal überall mit. Das wäre nicht verkehrt, wenn wir hier nochmal ein paar Fackeln hätten. Hier sind auch so viele Ressourcen, das ist krass. Ja, dass die vor allem auch so eine Erdoberfläche sind, ne? Mhm. Hat man ja sonst auch nicht gehabt. Alles komplett auf den Kopf gestellt. So, was haben wir jetzt hier hinten? Die schöne Lava, da muss ich jetzt unbedingt mal hin. Oh, da sind auch so viele. Ich weiß gar nicht, was für Erze alle so hier hinzugefügt wurden bei Hexit. Keine Ahnung, also Milliarden. Milliarden. Ja, ich glaube, ich folge dir jetzt mal lieber, bevor ich hier gleich... Oh, da ist Diamant an der Erdoberfläche, das gibt's doch nicht. Was ist denn da oben? Ach, das sind Rinder, okay. Kann man jetzt hier irgendwie drunter? Boah, Alter, sieht das krass aus. Alter, hier ist ja... Ach, das ist ein Dungeon. Krass. What? Muss man hier reingucken. Bei der Lava jetzt?
Ja, genau, direkt dahinter. Das ist eine riesige Höhle. Mit mehreren Ebenen. Sieht cool aus. Okay. Ich kann nicht mal bis zum Boden gucken. Heilige Macaroni! Das ist natürlich die Frage. Alter, was geht denn hier? Ja. Alter! Vor allem, wie viel auch verschiedene Ärzte hier einfach mal so einfach rumchillen. Und sich sagen, ja, ist ein guter Tag. Alter, das reizt mich jetzt ja, ne? Das reizt mich jetzt, ja. Wir könnten ja zumindest mal. Ich meine, die Ausrüstung haben wir eigentlich nicht, aber das hat uns, glaube ich, noch nie aufgehalten, in irgendeiner Weise irgendwas zumindest zu probieren. Ja, zumindest ein Eimer mit Wasser wäre natürlich jetzt mega hilfreich, ne? Das stimmt. Ja, dann. Wenn die anderen Jungs das entdecken und die alles weglooten, ey, das wäre natürlich auch. Das was haben wir denn da unten so alles? Auf jeden Fall eine jede Menge Mobspawner. Aber wie kommen wir denn sonst jetzt hier uns sicher und heile runter? Vermutlich gar nicht, ne? Doch, na klar, wir graben uns einfach den Weg nach unten, so eine kleine Treppe. Ach so, meinst du das, ja, okay. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwo Eisen finde. Ja, hier ist doch direkt Eisen. Ja, ich weiß. Da kann ich uns vielleicht zumindest mal so einen Eimer gleich nochmal schnell. Okay. Ich kümmere mich währenddessen einfach mal um die Konstruktion des Herunterkommens. Ja. Gut, so, ein bisschen runterschalten hier. Eine Etage runter. Und noch. Da sieht doch top aus. Verdammt, ich brauche unbedingt mal eine Schaufel. Ach, ich kann ja, das Eisen kann ich ja jetzt eh nicht verwerten. Bräuchte ich jetzt einen Ofen für, wobei. Den Ofen? Also ich habe genügend Pflastersteine, das würde ganz, ganz schnell gehen. Hast du eine Werkbank, um das schnell zu machen? Ja, okay, das ist natürlich das Problem. Ist hier nirgendwo Holz? Ja, doch, ich habe hier das Holz. Ja, ich habe Sakura-Wood. Okay, also warte mal, ich leg dir dann hier die Pflastersteine mal hin. Zack. Ey, ganz kurz, ich feiere das gerade so, dass wir wieder Minecraft spielen, ey. Also so, ich finde das total beruhigend wieder. Ich freue mich so. Ja. Er ist einfach mal, also zumindest bei mir natürlich abseits der Minigames. Und ich habe ja zwar auch noch jetzt dieses Feed the Beast, aber. Das ist einfach was Schönes, einfach mal so ein bisschen, ja, einfach Abenteuer, nicht so dieses, da ist jetzt wieder ein Minigame, sondern einfach mal. Was hab ich jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Wir haben irgendwas ganz Komisches gemacht gerade. Ich mache jetzt gerade, hä? Also das ist Rezepte, glaube ich, hier, ne? Oder? So. Ja, ist gut. Ich hoffe mal, hier spawnt gleich nichts. Nee, jetzt ist das Eisen weg. Das Eisen ist weg? Hä? Was? Ja, ich hab irgendwas. Ah ne, jetzt habe ich schon in der Hand. Okay. So klopp ich das eigentlich hier immer damit. Es wird dunkel, ne, mein Freund? Ja, deshalb. Haben wir Fackeln, Kohle? Ich hatte doch auch Kohle. Warum ist die Kohle? Hallo, guten Morgen. Moin. Dann mache ich hier mal schnell ein paar Fackeln hin, damit die Leute hier nicht völlig ausrasten. Ja. Zack. 32 sollten erstmal reichen. Ja, glaub ich schon. Also was mich hier wundert, hier spawnen auch keine Monster. Ja, noch ist es, glaube ich, noch ist der Lichtlevel nicht so extrem. Okay. Ich dachte, die würden hier prinzipiell so in so einer Höhle immer spawnen. Oh, ja, die Höhle ist ja viel zu hell. Oh, warte mal, zu früh. Oh, hoho. Okay, definitiv zu früh gefreut. Ja, hier ist ja eine richtige Party. Hier ist richtig was los. Mob-Party oder was? Ja, die machen Barbecue hier, glaube ich. Okay. Ja, dann lass doch, ich könnte jetzt so einen Eimer erstellen kurz. Ups. Ja, mach einfach mal. Ich werde trotzdem mal probieren. Ich habe nur Angst, dass die unheimlich stark sind. Reden die miteinander? Die tauschen Emotes aus. Okay. Das ist ja völlig verrückt. Musst du dir unbedingt gleich mal angucken, wenn du bei dieser traumhaften Treppe runtergekommen bist, die wirklich, Archimedes hätte es nicht besser machen können. Auch wenn Archimedes bestimmt kein Architekt war, wollte was Schlaues sagen. Ja. Leute, falls ihr wisst, wer Archimedes ist, bestimmt ein Alchemist. Archimedes, Philosoph. Weißt du es? Wer Archimedes ist? Mhm. Ja, natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, da in der Geschichtsstunde habe ich geschlafen. Okay. Das verrate ich jetzt nicht. Das war so, also okay. Nee. Also ich hatte jetzt einen Eimer Wasser hier, mein Freund. Soll ich jetzt erstmal zu dir kommen? Ja. Okay. Also ich würde ja ganz gerne mal mit denen, aber das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh Gott, nee. Warte mal, vielleicht könnten wir gucken, weil hier ist doch bestimmt irgendwo eine Kiste. Meinst du die hier unten? Ah, das ist eine Tatsache, die reden über Schwerter. Sind das Freunde? Ja, das sind bestimmt Arbeitskollegen, ne? Ja, ey, mal ganz im Ernst, die sehen nicht aggressiv aus. Doch, da kommt irgendwas aus dem Spawner. Guck mal, der redet da über jetzt macht er ein Smiley-Face, ja. Der will schlafen. Das sind bestimmt Freunde von uns. Echt? Ja, dann geh mal vor. Ja, okay, mache ich jetzt. Ich mache einfach mal einmal Wasser runter, ey, und dann check ich das mal ab, ey. Mein Eisenschwert nehme ich mal trotzdem in die Hand. Man weiß ja nie. Natürlich wäre ein Lava-Eimer jetzt auch geil gewesen, ne?
Dann soll ich noch schnell den Lava-Eimer rüber schieben. Ja, genau, ey? Mach mal. Warte, dann bräuchte ich jetzt nur Lava. Wie komme ich, muss ich wieder hoch jetzt? Oben, einfach hier, ist ja die super Treppe hier, warte. Ja, warte, wie das? Ja, ich danke dir. Ja, ach, okay. warte, hier. Ja, da kannst du easy going hoch. Wo komm ich? Ach, hier, guck okay. Guck mal hier, das ist eben ein bisschen, hier hast du es jetzt natürlich weggemacht. Ja, du bist schon wieder drin jetzt hier, das ist alles. Ja, tut mir leid. So, da oben kommt doch die Lava gleich. Ich hab nur, glaube ich, jetzt. Doch, alles easy. Ich guck mir währenddessen einfach mal an, was sie so erzählen. Ja, geht's so gut. Vielleicht sind das auch Anhänger von George. Das kannst du natürlich haben. Also, ich finde, auf mich machen die absolut. Was? Die sind definitiv aggressiv. Der eine ist den Wasserfall hoch. Der will sich richtig prügeln. Okay. Das sind Zwerge. Dwarfs oder was? Ja, Dwarfs. Und die rangeln jetzt da unten richtig. Also ich komme an die Lava hier auch gar nicht ran, sehe ich gerade. Der war beim Vulkan nicht? Ja, das ist via Wasser. Der ist ja nur irgendwo ganz oben so ein Lavapunkt gesetzt. Achso. Und das fließt ja dann runter. Ich wusste gar nicht, dass man das dann nicht da abholen kann. Nee. Okay. Also vielleicht irre ich mich auch gerade, werde wieder total zerrissen. Ja, was machen wir jetzt, ey? Ich habe einen Pfeil und Bogen, ey. Kein Problem für mich. Okay, wie viele Pfeile hast du denn? 9, pass auf. Ich habe ja trainiert, Alter. Genau. Wie ja viele wissen. So. Ja gut, aber die stecken ordentlich was ein, offenbar. Ja, die haben 25 Schaden. Also Lebenspunkte haben sie. Weil da hinten... Oder warte, lass uns das doch so machen. Guck mal, siehst du da hinten... Ah nee, das ist auch ein Mob-Spawner. Ich würde gerne wissen, wo hier eine Kiste ist. Weil wir könnten doch rein theoretisch uns einfach... Spider-Man-mäßig bauen wir uns einfach so einen Weg aus Pflasterstein ganz schnell so darunter. Dürfen dann natürlich nicht runterfallen. Das wäre wirklich fatal. Und ich hoffe... Paluten, ja. Es reizt mich viel zu sehr, jetzt einfach runterzuspringen und wegzurennen. Wegzurennen? Ja, dann irgendwie einfach, weiß ich nicht. Du möchtest Rumble in the Jungle? Ja, ich möchte Rumble in the Jungle. Ja gut, dann machen wir Rumble in the Jungle. Okay. Weißt du, ganz ehrlich, dann komm, lass mal, weißt du, ich liebe den Thrill, Alter. Ich liebe das Risiko. Und okay. Ich springe einfach runter. Oh, bist du bereit? Wir rennen da nach hinten rechts, ja? Also da hinter die beiden Mobspawner auf die rechte Seite und dann da Richtung Zombies und da warten immer, wir einfach. Immer weiter runter. Ne, nicht weiter runter. Also ja, wir kriegen ja schon hin. Bereit? Ja, okay. Egal, scheiß drauf, einfach los. Ja, sorry. Okay, ich hab's nicht so mit Zahlen. So, jetzt spawnen hier eine ganze Menge andere Leute. Schnappt ihr euch. Oh mein Gott. Oh Gott. Die sind gar nicht so schnell. Nee, das sind doch keine... Oh. Okay, einfach immer weiter runter ist eine ganz gute Idee gewesen. Okay, einfach runter. Boah, jetzt bei mir bricht hier aber gerade die ganze Framerate. Ja, bei mir auch. Bei mir ist es auch hier gerade ein richtig... Weil hier einfach gerade alles spawnt. Nein! Creeper! Was passiert? Was passiert? Mich hat jemand perfekt geschlagen. Ich bin unten in der Lava. Halt die Stellung, es ist alles tutti frutti. Erzähl einfach weiter, was gerade so passiert. Lebst du noch? Ich bin absolut gestorben. Die haben mich in die Lava gekickt. Ist alles kein Problem. Erzähl einfach mal weiter, was bei dir gerade ist. Wieso kann ich die Kiste nicht öffnen? Es passiert ganz Furchtbares und es war der schlimmste Fehler, hier runter zu gehen. Und dementsprechend baue ich mich jetzt hier einfach ein, ey. Kein Ding. Oh, da kommen schon welche. Da kommen schon. Oh. Okay, alles klar. Okay, alles gut. Paluten. Ja, wie sieht's bei dir aus? Aber die haben doch Spitzhacken, oder nicht? Ich bin jetzt einfach eingebaut. Ich hab mich einfach eingebaut jetzt. Okay, warte. Und irgendwie bekämpfen sie sich selber. Die sind so blöd, Mann. Die sind so blöd. Ich höre nur, wie sie sich selber irgendwie... Kann der Creeper mich hier durch... Nee, das kann er nicht. Das kann der Creeper nicht. Machst du jetzt ein bisschen Licht hier? Huh? So, warte. Ich hab irgendwas gehört gerade. Okay. Jetzt ist es total still. Oh, ich habe mich schon fast wieder selber. Nein! Also, warte mal, wo bist du denn? Du bist immer weiter nach unten gelaufen. Ja, ne? Ja, irgendwo unten. Bist du denn wieder da? Ja, ich bin wieder da. Okay, und du musst einfach weiter runterspringen und irgendwann passierst du dann einen 3x3 großen Steinklotz. Okay. Da bin ich drin. Okay, wie wär's denn, wenn ich sag jetzt, dann machst du den schnell auf, ich spring rein und du machst wieder zu. Ja, das wäre ein Plan. Aber dann kommen wir sofort runter jetzt. Okay, und los. Oh, komm schon, bitte nicht sterben. Ich habe hier gerade richtig komische Geräusche. So, als wäre so eine Sternschnuppe irgendwie hier. Ja, die gucken mich immer alle an, als würden die... Aber warte mal. Die kommen einem hinterher. Ja. Oh, Alter. Jetzt lass mich bitte in Ruhe. Wie weit bist du denn gelaufen? Ja, ich bin schon 3, 4, 5 Schichten runtergerannt. Ich habe Angst, dass sie mich... Oh nein. Ey, das werde ich niemals schaffen. Ich muss denen auch irgendwie ausweichen. Tut mir leid, Leute, das ist gerade ein bisschen... Oh Mann, ich bin sofort... Ich darf einfach nicht mehr durch jemanden durchlaufen.
Das wäre ein Plan. Ach, da, mach auf, mach auf, mach auf. Bitte mach auf, bitte mach auf. Ja, auf der Rückseite ist auf, auf der Rückseite. Rückseite. Ja, okay, 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 okay. Lass mich, ich komm doch da nicht rein. So. Ja, okay, 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 Moment. So, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ah, 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 ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin oh schon Gott. Wieder. Alter Schwede. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Aber es ist offen. Es ist offen und ich so, ich komm nicht rein. Oder komm von rechts auf einmal einfach, der Creeper. Oh, ich versuche einfach so viel wie möglich zu holen. Ich weiß noch nicht, wie ich wieder hochkommen soll. Einfach hochrendern. Das krieg ich schon irgendwie hin. Ey, das war, wir sind so dumm. Wir sind so dumm, Mann. Oh, das war so herrlich. Oh, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich schwöre euch, ey. Ich schwöre euch. Oh Mann, davon hätte ich gerne Slow-Mo. Der Creeper, ey, da hat mich wieder ein kleiner Jumpscare dabei. Vor allem, wie du mich einfach nur angeguckt hast. Und es war einfach nur ein Block offen. So, wie soll ich denn da durchkommen? Aber hier ist richtig was abgegangen. Also hier, jetzt habe ich wieder Pfeil und Bogen, ey. Da kann ich mir vielleicht zumindest ein bisschen, dass ich noch lebe, Alter. Ich bin aber der unglaublich, hey, unglaublicher Skiller hier. Oh, was habe ich denn jetzt? Die haben mich verlangsamt. Ich habe irgendwie so eine scheiß Stahlkugel an mir dran. Ach, das kann ich ja gar nicht öffnen, jetzt muss der Spawner Ich bin total langsam, was soll der Scheiß? Ja, die haben dich wahrscheinlich ja wirklich tatsächlich verlangsamt, oh Mann. Jetzt muss Leute, lasst mich in Ruhe, jetzt kommen wir jetzt mit gerade reden. Ey, wenn ich das hier rausschaffe, Leute, ich schwöre euch, dann, Oh, ich seh dich. Nein, wie, der hat mich mit, was? Was ist denn das für ein scheiß Zwerg, der hat mich mit einem Schlag, hat er mich weggekillt? Okay, ich versuch all deine Sachen zu Ja, looten. Und renn einfach zurück. Okay, renn ich einfach hab viele zurück. Sachen gelootet von dir, ich konnte nicht alles nehmen. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, Och, Gott, schon. Mann. Auf. Nein, oh, er hat mich wieder gehittet. Ich habe zumindest den Eimer und du hast auch ein verzaubertes Buch gehabt, ne? Ja, ja, ja. Ich war der absolute Oberskiller, ey. Warte. Schnell nach oben, bitte, bitte, bitte. Tötet mich nicht. Komm schon. Ja, Leute, was hier los? Hast du geschafft, oder was? Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent ich deiner Sachen... Oh Gott, warte mal, hier muss ich hoch. Alter, hier kommen ganz, ganz komische Geräusche. Ich habe zumindest eine Steinspitzhacke. Ah, ich habe aber dein Eisenschwert nicht. Ja, vielleicht gehe ich dann auch nochmal runter, ey. Ich weiß es nicht. Ja. Wir können uns ja eine Truhe bauen, wo wir erstmal die ganzen Sachen sichern. Ja. Und dann gehen wir nochmal da runter und holen den ganzen Stuff. Wäre auf jeden Fall nicht blöd. Ne. Das wäre definitiv nicht ganz so. Warte mal, hier muss ich nochmal. So, Pflasterstein, zack. Wo war denn das ganz? Was denn? Nein, ich bin jetzt da. Okay. Zack, zack, zack. Jetzt bloß nicht in die Lava. Da bist du. Ja, da kommt er doch schon. Hallo, guten Tag. Also okay. Shiny Baubles hast du. Ein bisschen Schwarzpulver hast du auch von den Creeper Action. Hier deine Lederhose. Du hast einen Sattel, krass. Ja. Ist das alles meins, was du da hast? Ja, ich hatte ja nichts. Ich habe ja nichts mitgenommen. Was ist das denn für ein Geräusch hier? Was ist das? Und hörst du das? Ja. Weiß es beim besten Willen überhaupt nicht. Was? Ich bin schon das Wildschwein. Ich bin schon wieder im Creative Mode, Alter. Das gibt's doch nicht. Aus irgendeinem Grund werde ich immer, wenn ich sterbe, in den Creative Mode. Ich muss das leider kurz wieder umstellen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Oh, deine Ziegel hast. Oh, du hast auch. Oh, Necronomicon Page 5847. Hier, wie heißt es? Evil Dead. Okay. Wie heißt denn der Film hier? Komm, Tanz der Teufel. Da liest du doch unten dieses Buch vor. So, pass auf. Da muss ich definitiv passen. Kennst du nicht Tanz der Teufel? Nee. Was? Sam Raimi, der Spieler Spider-Man gemacht hat, mit T. Ash, der die Kettensäge als Arm hat. Wie gesagt, keinen blassen Schimmer. Nein! Also, ey, hast du mir schon ganz viele Sachen gegeben? Ja. Natürlich. Ah, jetzt ist es drin. Okay, alles klar. Aber, Kleiner Herzstillstand. Nee, warte mal. Das war aber kein komplettes Inventar, oder? Nee, ein komplettes Inventar war es nicht. Deshalb okay. Sollten wir uns ja auch beeilen, damit es nicht decayt und so. Ja, also aber das ist doch bestimmt schon alles weg jetzt, was ich da unten verloren habe. Bist du dir sicher? 5 Minuten bleibt das. 5 Minuten? Waren das schon 5 Minuten? Ja, ich mach mal schnell eine Kiste hier. Okay, dann werden wir alles oder nichts. Aber eigentlich müssen wir auch die Aufnahme pausieren. Ah, jetzt habe ich schon wieder eine Crafting Box gemacht. Ich drehe durch. Eine Crafting Box? Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann einfach mal beim nächsten Mal versuchen, die Sachen zurückzuholen. Alternativ werden wir dann vielleicht uns doch nochmal nach da unten begeben, falls wir da eben nichts finden.
Also wir müssen mal einfach mal gucken, was wir da am Ende machen. Was hast du noch irgendwas Produktives zu sagen, lieber Bergmann? Nee, ich werde auf jeden Fall nochmal, glaube ich, kurz runterspringen. Ey. Ich weiß es nicht. Egal, wobei, nee, man muss sich. Die Sachen sind weg. Die Sachen verschwinden 100% nach 5 Minuten. Also okay. Von daher. Schade. Ja gut, ach, dann werden wir das so machen. Wir werden uns ausrüsten und dann werden wir den da unten richtig in den Arsch treten. Das ist der Plan, ey. Das ist der Plan. Auf gut Deutsch gesagt. Okay, also ja, ich bin fertig, auf jeden Fall. Ja, aber wenn wir irgendwas Essentielles falsch machen, dürft ihr uns natürlich gerne helfen. Ansonsten, wenn ihr mögt, gebt gerne dem Video einen Daumen hoch oder schreibt einen konstruktiven Kommentar. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Also mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Ich bin angefixt, bin richtig heiß. Ich bin noch ready. Go, go, go. Alles klar. Tschüss.